Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich bin wieder in Sekiro drin. Ach, viel mehr brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Die meisten verfolgen es von Anfang an. Mit deiner Tochter quatschen läuft. Ich glaube, ich habe noch irgendwie so ein bisschen Zeug. Ich muss mal ganz kurz. Und Flippo, willkommen zurück, natürlich. Ich muss mal ganz kurz gucken. Kürbissamen. Ich habe noch einen Kürbissamen. Wurde unter den YouTube-Kommentaren erwähnt. Danke dafür. Für den kleinen Hinweis. The Everblossom with Avenge. Master Wolf, it looks that your brow is less furrowed than before. If only. Weniger Sorgen falten eure Stirn. Bitte sorgt dafür, dass Kurosamas Wunsch, die Unsterblichkeit aufzuheben, in Erfüllung geht. Ich gebe mir Mühe. Tschüss. Hier, Wassermühle. So, ich stehe vor der Nonne und dem Affen. Der Affe, der hat eine super ätzende erste Phase und die Nonne ist in der ersten Phase jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Wenn in der Aufnahme oder im Stream jetzt was ruckelt, es tut mir furchtbar leid. Ich gebe mein Bestes, das Problem zu beheben. Es wird nur ein bisschen dauern. Weil ich keine gute Lösung bisher gefunden habe. Und ich werde den PC komplett neu installieren. Und dafür muss ich den richtigen Zeitpunkt finden. So, wir üben dich. Wir üben dich. Ich übe dich. Immer mit der Ruhe. Ah, ich wollte ausweichen, ich Depp. Habe ich jetzt, das war jetzt schon wieder so ein. Ich habe sehr, sehr früh gedrückt. Ich glaube, aus irgendeinem Grund macht das Spiel. Brauche ich länger, um mein Schwert hochzuhalten in manchen Situationen.
Genau, und da ist dieser Angriff, den ich angeblich nicht blocken kann. Also den ich angeblich blocken kann, aber das Spiel macht einen nicht blockbaren Angriff daraus. Das finde ich mega ätzend. Da muss ich noch rausfinden, was ich dagegen machen kann. Aber eigentlich ist sie relativ langsam. Also wenn man sich da ein bisschen konzentriert, dann geht's schon. Und ich weiß nicht, nochmal, ey, es tut mir echt mega leid, dass auch der Stream anscheinend jetzt ruckelt. Ich habe Einstellungen versucht zu machen. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Aktuell, deswegen wird der PC neu installiert. Und dafür das Neuinstallieren des PCs muss ich halt wirklich einen Moment finden, wo es dann passt. Zwischen Aufnahmen schneiden, streamen. Nein, B, ach. Nein, B. Ah, verdammt. Oh, der Stein im Weg, der mich gerade ein bisschen irritiert hat. Nein, B drücken, verdammt. Na, B. Ah, ich hab... ich hab grad alle Tasten gerückt, nur nicht die richtige. Mein Blick wandert immer noch auf das rote Zeichen. Immer noch. Mega ärgerlich. You pretend not to see me. Oh, you too. How dare you hide?
hide Lord Sakusa from me. Wer ist überhaupt Sakusa? Ich weiß nicht mal, wer das ist, junge Dame. Und sie brüllen mich hier jedes Mal an, wenn ich vorbeilaufe. Finde ich nicht nett. Ah, B. Nein, B, verdammt! Nein, B, 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 B! Nein, B! Das wäre eigentlich ein B gewesen. Nein, B, verdammt, ich krieg's nicht auf die Kette. Jetzt drücke ich immer A. Erst hatte ich riesige Probleme beim A drücken und jetzt drücke ich immer. Jetzt drücke ich immer A. Es ist unglaublich. Shit. Nein, B. Ah.
In meinem Kopf war B, 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 B und meine Finger haben A gedrückt. Nein, ah, wieder die falsche Taste. Nein, ah, jetzt habe ich überlegt und wieder die falsche Taste gedrückt. Ah, Mist. Mist, 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 Mist. Gute Dame, ich weiß doch gar nicht, wer das ist. Such dann nach der Taste und ich finde sie nicht. Nein, schon wieder die falsche Taste gedrückt. Das gibt's nicht. Nein, schon wieder, Mann! Ich drücke halt jedes Mal die falsche Taste, ne? Thank you.
Ah, die sich schwingt zweimal an der Stelle. Nein, B. Ach. Ah, Mist. Ich denke mal, ich kann zweimal hauen. Wenn man es schnell macht, kann man da auch zweimal hauen, aber dann muss man sofort in die Verteidigung gehen. Und das geht, glaube ich, nicht, wenn man wenig Leben hat. Weil dann braucht der gute Wolf ein bisschen länger, um die Waffe zu heben. Lord Sakuza from me! Nein, nicht hüpfen! Verdammte Axt! Sag mal, das will aber auch nicht in meine Finger reingehen, ne? Das will nicht in meine Finger reingehen, dass ich dann nicht hüpfen darf, wenn sie den macht. Ich krieg das nicht auf die Kette, dass es noch eine andere Taste gibt. Ich drück schon wieder springen. Ah. Ey, das nervt mich jetzt langsam so hart, ne? Ich hab schon wieder springen gedrückt. Ich hab schon wieder springen gedrückt. Das kann's doch nicht sein. Das ist doch nicht schwer. Warum kriege ich das nicht in meinen Kopf rein? You pretend not to see me. Oh, you too. How dare you hide Lord Sakuza from me? Halt die Schnauze mit deinem Lord Sakuza, Mann. Ah, zu früh gesoffen eigentlich. Zu früh gesoffen. B. Ach.
B. B, verdammt. Nein, B. Nein, B. B, B, B. Mist. Nein, ich habe B gedrückt. Mist. Steh auf, steh auf. Ich will zumindest mal Phase 2 sehen. Gut, Phase 2 war nix. Keine Phase 2 für den Tassilo. Ja, das ist jetzt halt, ja. Ich muss mich auch so hart konzentrieren hier bei dem Zeug, was sie da macht. Ey, ich kann kaum was erzählen oder sonst irgendwas, ne? Ey, komm. Okay. Hüpfen gedrückt, kam nichts an. Weil ich noch in dem Stun drin war von keine Ausdauer. Und hier haben wir schon wieder den Angriff gehabt, den ich aus irgendeinem Grund nicht parieren kann.
Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum der manchmal trifft und manchmal nicht. Nein, B. Hier, warum trifft er manchmal? Verstehe ich nicht. Okay. Diesmal habe ich es falsch rum gemacht. Hier muss ich A drücken, bei dem anderen muss ich B drücken. Nein, da muss ich jetzt B drücken. Oh. Ah. Der Lauf ist durch. Der Lauf ist durch. Was für ein Spaß. viel mehr Spaß würde es mir machen, wenn der Stream und die Aufnahmen ruckelfrei laufen würden. Weil ich gucke immer wieder nach rechts und sehe, es ruckelt. Und es ruckelt. Mich macht das so wahnsinnig. Das macht mich total kirre. Aber ich kann gerade nichts machen. Ich habe alles probiert, was ich so auf die Schnelle machen kann. Und ich habe auch die letzten Tage ständig dran rumgearbeitet und gedoktort. Nein, B! Mann! Drück doch einfach die scheiß B-Taste, wenn's nötig ist. Warum? Kriege ich es nicht auf die Kette, die B-Taste im richtigen Moment zu drücken oder eben A? Das gibt's doch nicht. Der kam schneller als erwartet. Mist. Warum der letzte? Den letzten muss man an der Stelle früher drücken. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ah, da kommt noch einer nach. Verdammt. Warum kriege ich hier Schaden? Warum?
Komm jetzt her. Okay. Nee, B. Nee, B. B. B, Mann. Bei dem Angriff. Muss ich doch B drücken. Oh, ich hau irgendwann meinen Kopf hier gegen die Wand, gegen die Betonwand. Dass das nicht reingeht und ich immer die falsche Taste drück. Es hat sich mittlerweile, warum? Erst habe ich es nicht hingekriegt, A zu drücken. Und jetzt drücke ich immer A und krieg's nicht mehr hin, B zu drücken. Ich weiß nicht, was das soll. Lord Sakuza from me. Ich komme nicht drauf klar. Dann lässt das Spiel mich nicht aufstehen. Und hier kriege ich Damage, obwohl ich block. Ah. Jetzt war ich gerade sehr verwirrt, was da passiert ist. Hier, warum? Warum kriege ich da Schaden? Ich verstehe es nicht. Das wäre eigentlich ein B gewesen. Hier haben wir ein A. Das wäre jetzt ein Blocken gewesen. Das Alphabet lernen mit Tassilor. Erst A und dann B und nichts vergessen, ja. So sieht's nämlich aus. B! Ah. B! Drück doch die scheiß B-Taste, wenn sie diesen Stoßangriff macht. Finger! Oh Mann, ey. Vielleicht müssen wir die Finger aus Elden Ring befragen. Und sie abschneiden. Oder so. Waren das nicht die abgeschnittenen Finger? Keine Ahnung. Geh weg! Orin. How dare you hide Lord Sakuza from me? Weil die mindestens so nervig ist wie die hier. Die ist noch nerviger. Und ich habe jetzt keine Lust, mir noch einen Boss zu lernen.
noch einen Zwischenboss zu lernen, mal zwischendurch, so vergiss alles. Die Orin, die hat genauso miese. Ich habe die einmal probiert und habe mich dazu entschieden, nope. Das Spiel ärgert mich so schon genug. Da muss ich nicht noch mich selbst ärgern. Nee, B. B doch, Mann. Wenn ich sie treffe, macht sie 3 draus? Echt? Miese Nummer. Ah, man darf da nicht hinterher hüpfen, ey. Mies. Nee, B. Na. Och komm. Nein. Oh, ich dachte, mein Feuerwerk wäre nah genug dran. War es leider nicht. Nein! Oh. Scheiße. Das war wieder gut. Orin ist eine nervige Kackbratze, deswegen mache ich sie nicht. Vor allem darf ich sie nicht von hinten angreifen. Ich kann ihr keinen Punkt abziehen ohne, also ich kann sie nicht von oben irgendwie angreifen oder sonst irgendwas, weil ich sie einfach nicht anvisieren kann. Ich muss sie attackieren. Also, ja, das geht erst, wenn sie zugibt, dass sie Böses im Schilde führt. Finde ich schade. Aber auch irgendwie verständlich, dass es mal so einen Gegner gibt, aber ja, tue ich mir halt nicht an. Okay, wir haben es schon wieder...
Hallo, tu halt was. Hallo? Er lässt sich einfach umfallen. Diesmal war mein Schwert sogar oben. Uff. Am besten wäre es, wenn ich mich jetzt killen lasse, ne? Weil ich so lange für alles brauche, ja. Nee, B, ach Mann. Jetzt ist durch. Krieg ich nicht hin. Ah, das wäre jetzt gut gewesen, wenn ich da den B getroffen hätte. Aber sie macht den so selten, dass in meinem Kopf einfach immer A drin ist. Pet. Ah. Du, irgendwann wird das schon passieren. Die Frage ist halt nur, wie lange dauert's. Bis auf diese eine Attacke ist es ein spaßiger Kampf. Diese eine unnötige Attacke, wo sie mir Schaden macht. Obwohl das
Obwohl das ein ganz normaler Angriff ist. Ach Scheiße, ich drück halt schon wieder B. Ah, ich dachte, da kommt keiner mehr. Warum dachte ich, dass da keiner mehr kommt? Weiß es nicht. Hier, warum kriege ich da Schaden? Es ist voll mies. Dann soll mir das Spiel wenigstens sagen, hey, das ist ein nicht blockbarer Angriff, du musst nach hinten ausweichen. Aber nein, das Spiel sagt, bleib stehen. Versuch den zu blocken. Haha, verarscht. Ach, come on. Nein, B. Ah, ich habe tatsächlich überlegt und habe dann die andere Taste gedrückt. Weil in meinem Kopf immer so drin war, ich habe immer B gedrückt statt A und jetzt will ich, ist im Kopf so drin, ich muss die Taste, wenn ich überlegen muss, muss ich die Taste drücken. Und das ist aber die falsche. Nein, jetzt habe ich wieder die falsche gedrückt. Ach Mann! Oh ja, die richtige erwischt. Zufällig. Diesmal mit Absicht. Oh, okay, zumindest mal die erste Phase. Vermutlich die erste Phase. Oder? Nee, wait, das war's? Oh, mir tut meine linke Hand weh. Oh. Du, Pat, da hilft auch keine Eselsbrücke. Ich sehe das mit dem Stechen und Schwingen. Ich weiß, welche Taste ich drücken muss. Nur, meine Muscle Memory, die ich drin habe im Kopf, ist so krass getrimmt, dass ich es nicht mehr... Also, ja, ich weiß schon, ich sehe es und so. Aber alles gut. Naja, Mibu-Atemtechnik ist deine geheime Atemtechnik. Aha. Diese latente Fähigkeit ermöglicht das Tauchen und unbegrenzte Atmen unter Wasser, entwickelt von Mino Dorfgründer. Okay, ich kann tauchen. Cool. Puh.
Finally. Oh, geschafft. Oh, die Nonne. Die Nonne ist erledigt. So, was suche ich denn hier unten jetzt nochmal? Irgendwas unter dem Baum war die Rede, ne? Da gibt's irgendwas. Ich weiß aber nicht mal mehr genau, was ich hier suche. Aber anscheinend dieses. Schutzstein. Ein Stein, der auf dem Altar im Dorf der Wasserbewohner gefunden werden kann. Solche Steine bilden sich in den Körpern jener, die das Urquellwasser über längere Zeit trinken. Trete in den Eheschrein und biete den duftenden, glückverheißenden Stein an. Bestandteil des Räucherwerks, das vom göttlichen Erben zur Aufhebung der Unsterblichkeit benötigt wird. Ach so! Räucherwerk, genau. Wir versuchen ja ein Räucherwerk zu machen. Hi. Hallo? Keiner da? Warum kann ich hier rein? Oh, das Spiel sieht schon toll aus, ne? Sieht echt gut aus. Wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Schutzsteine verheißen Glück, mit süßem Duft als Brautgeschenk, die Sänfte wartet bereits. Okay, gut. Ich muss jetzt ganz kurz, weil es mich so sehr nervt, mal schauen, vielleicht schneide ich es für YouTube raus, vielleicht lasse ich noch einfach drin. Ich muss mal was ausprobieren, ich gehe mal hier auf 58 FPS für OBS. Nicht 450 übernehmen. Sepp, grüß dich. Mal schauen, vielleicht sind die Lags ja jetzt weg. Nope, sind sie nicht. Es tut mir so furchtbar leid, dass es laggt, ne? Es ist... Ich versuche wirklich alles. Ah. Ich glaube, ich müsste OBS auch einmal neu starten dafür. Das geht jetzt natürlich nicht. So, was fehlt mir denn jetzt noch? Ich weiß gar nicht, ich sollte Räucherwerk besorgen und dann können wir in die Welt von dem anderen eintreten. Wobei, da war ich doch eigentlich bei dem göttlichen Erben. Das Schwert habe ich und Räucherwerk. Was brauche ich denn sonst noch? Hey, Kumpel, hab was für dich. I asked Lady Emma about the Sakura tree. You did? What did she say? The tree is called an Everblossom. Lord Dekeru brought it here from the Divine Realm, but it has withered away and no longer remains. I see. However, it is said that someone plucked a branch from the Everblossom and stole off with it. Who would do such a thing? What's lost is lost. Finding a stolen tree branch? We have no information to go on. Let us gather what we can for the aroma first. As you wish. Habe ich, glaube ich, schon. Wolf, look here. I found something that may help us. It's a stone. A stone? Yes, look at this. Okamis alter Text, ein alte Notiz. Okami-Clan, der das Reich der Götter zu erreichen suchte. Ein duftender Stein aufbewahrt in einem Dorf namens, das haben wir gerade gefunden. It's a writing by one who sought the Fountainhead aroma. It says there's a sacred village with a stone that gives off a unique scent. What is it, Wolf?
What is that strangely shaped rock you hold? Is yeah. The fragrant stone of the fountainhead? Yep. Lord, this stone appeared to have been enshrined. Yes. It is just as the book described. Yes. There was also an inscription, a sweetly scented bridal offering, written on the altar. Bridal? What sort of place was this? It was in a cave, beyond a door made of solid rock. In that case, where was the wedding procession headed? No way to know, I guess. Sweetly scented. Lord Kuro, that place might be the gateway to the divine realm. I see. Okay. Sweetly scented, meaning wrapped in the fountainhead incense. That is what it might be referring to. Oh, and actually, okay. I found something. I discovered there's another scent we must acquire. What is it? The blood of the divine heir of the dragon's heritage. In other words, my blood. Your blood? But my lord, you cannot bleed. Yes, it is true that those of the dragon's heritage cannot bleed. However, in Lord Genichiro's quarters, I found a curious journal belonging to Lord Takeru's page. And it appears there is a way for me to bleed. For now, I'd like to ask you to keep this for me. Now then, we just need to figure out how to make me bleed. Perhaps we should ask Lady Emma. As a doctor, she should have much knowledge of the human body. Yes. Sollte sie, ja. She may be able to help us. Wolf. Ja, Mortal Blade, das Schwert kann die töten, die nicht sterben können. Ja, es erhält den schönen göttlichen Kind, ewigen Wasser des Senpo-Tempels, das göttliche Kind des ewigen Wasser, die Mönche im Senpo-Tempel. Ah, diese Laberei. The result is those who have false dragon's heritage, known as the divine children of the rejuvenating waters. A false dragon's heritage. I never would have thought. Ein falsches Drachenerbe war die göttliche Kinder? Ja. Viele wurden erschaffen, doch nur eins überlebte. Further proof of the corruption this power brings to man. The ties of immortality must be severed. Yes, my lord. Okay, haben wir noch was zu reden? To think my blood. Perhaps Lady Emma will know of a... Might you ask her? Über die Blume, über den Sakura-Baum. Ja, passt. My lord. Moment, die Blume? Wait. Blume? Urquell Duft ist eine weiße Blume, die dort blüht, wo das Urquellwasser tief ist. Ich suche das versunkene Tal. Liegt hinter uns des Waldes hinter der Burg, es gibt einen Schrein, der weißen Schlange geweiht ist. Ah, da suche ich die Blume. Yep. Yep, 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 yep. There is something I'd like to ask. Yes, what is it? Can the divine heir be made to bleed? Why would you seek to do so? The blood of the divine heir is required to obtain the Drachentränen aus dem Reich der Götter zu holen und die Aufhebung der Unsterblichkeit. Ich verstehe. Es stimmt, dass das Blut des göttlichen Erben nicht auf gewöhnliche Weise vergossen werden kann. Allerdings verfügt ihr über die Mittel dafür. Die sterbliche Klinge. Ja, ihr nehmt. Schrott der Aufhebung der Unsterblichkeit. Was? Schrott? Ein Teil von Takerus Buch über die Aufhebung der Unsterblichkeit. Mit sterblicher Klinge in der Hand kann mein Blut vergossen werden. Mein Blut und Duft war eine... Okay. Könnt ihr das Blut des göttlichen Erbe fließen lassen? Ich verstehe. Das bringt uns einen Schritt näher, die Aufhebung der Unsterblichkeit. Ich werde Kuro was dann davon erzählen. Ja, dann labere ich halt nochmal mit dem. Ist gut. Did you speak with Lady and? That it couldn't vielleicht mit der sterblichen Klinge. Ich verstehe die sterbliche Klinge, also mein Blut zum Fließen. Yep. Sollen wir es versuchen? Die sterbliche Klinge sollte nie gezogen werden. Man weiß nicht, wie sie sich auf euch auswirken wird. Das Räucherwerk zu entzünden könnte euch vor Unheil beschützen. Ja, wenn du darauf bestehst, dann tun wir das. Ich sehe, du hast die einige der Zutaten, die wir für den Duft der Urquelle benötigen. Mach weiter so, Wolf. Okay. My lord. Ich
diese beiden und ja, also keine Ahnung. Und ich mit ihm und ja. So. Was hat mir denn jetzt die Nonne? Hat die mir irgendwas anderes gedroppt, außer den... Nee, ne? Meine Stärke habe ich schon erhöht. Oh je, oh je, oh je, oh je. Also bei der Nonne war es genau eine Mechanik, die mich geärgert hat. Hast du mit ihr geredet? Ja, Mann. Guck, ich hab... Habt ihr uns gehört? Okay. Ja, bei der Nonne war es eine Mechanik, die mich geärgert hat. Beziehungsweise eine Attacke, die ein bisschen scheiße war, weil... weil sie Schaden macht, obwohl sie... Uff. Wie viel Schaden hat ihm das eigentlich gemacht mit der Mortal Blade? Hab gar nicht drauf geachtet. Oh, das macht schon dicken Damage, ne? Mist. Scheiße. Alter, die sterbliche Klinge ist ja voll brutal, ey. Aber die macht mir auch Schaden, glaube ich, ne? Habe ich das richtig gesehen? Nee, macht sie nicht. Und ich kann das unendlich oft benutzen? Nee, es verbraucht, glaube ich, von diesen Kreuzen. Der Affe ist scheiße. Oh Mann. Oh Mann. Die Nonne, bei der Nonne war eine Attacke scheiße, aber der Affe ist einfach insgesamt scheiße. Nein, Mann, dass man da nicht ausweichen kann. Wo soll ich denn da hin? Der Affe ist so ein Schund.
Ey, ach, wo soll ich denn dahin, wenn er das macht? Das ist einfach nur arschig. Der Grab muss gesprungen. Ah. Danke. War für mich nicht erkennbar, weil Grabs eigentlich hieß es, glaube ich mal, dass die ausgewichen werden müssen. Aber der Grab muss natürlich... Alle außer der. Ja, ey... Es ist, also es tut mir leid, aber ich glaube, mein Hass zu dem Spiel ist irgendwo auch ein bisschen verständlich. Nee, ach Mist, ey, natürlich. Ich wollte nicht zweimal saufen. Vielleicht habe ich in Panik zweimal gedrückt. Ach, dieser Affe ist so ein... Because fuck you. Ja. Der Affe ist wirklich der größte Schundgegner. Der ist noch viel schlimmer als der Bulle. Ja, das, Pat, tun sie, glaube ich, überhaupt nicht. Scheiße, springen, springen! Alter, lass mich halt weglaufen jetzt von dir. Okay, was auch immer das war. Ach so. Hä? Diesmal hat der Affe davon nichts abgekriegt. Nein, springen. Ah.
Scheiße. Tja. Ja, das war's halt wieder. Das war's halt wieder für mich. Viel zu viel saufen müssen und den Revive nicht und dann kommt ja noch die zweite Phase und ach. Oh Mann. Bei jedem Gegner. So nach den ersten drei Hauptbossen gab es bei jedem Gegner irgendeinen Scheiß. Was ist. Oh Mann, ey. Mist. Schade, echt. Schade, schade. Ach so, das jetzt wieder nicht, ne? Hau ihn doch jetzt. Ach, fuck off. Springen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gibt's noch eine Gegend, wo ich sonst hin kann, außer zu dem Affen jetzt? Gibt's irgendwo noch einen Bereich, wo ich noch Fortschritt machen könnte? In dem Spiel? Nope, ich muss jetzt an dem Affen vorbei. Scheiße. Welcher ist denn da noch? Welchen Miniboss gibt's denn noch? Außer Ori. Ori vom Wasser halt, oder? Ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht, welche Minibosse es noch gibt. Ach komm, ey. Das war doch jetzt schon wieder arschig, dass er dann, dass ich, obwohl ich nach links drücke, bleibt mein guter Wolf, bleibt einfach unter ihm stehen. Ich wollte so aus ihm rauslaufen, aber nee. Nee, hüpfen, scheiße. Den Gewehrboss auf dem Weg hierher. Im Mönchtempel gibt's noch einen. Nur den Gewehrboss? Boah, nee, auf den habe ich keinen Bock. Der ist genauso scheiße. Dann mache ich lieber den Affen, um weiterzukommen.
Einen Kürbissamen. Lo macht den Kohl auch nicht fett an der Stelle. Leider, leider, leider. Ich habe jetzt nicht mal, ich brauche ja nicht mal die 8 Kürbisflaschen, die ich habe. Komm, steh auf. Steht er erst auf, wenn ich da hingehe? Ach scheiße, 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 da war ja die Nummer. Fuck! Hab ich vergessen. Da muss ich ja weg von ihm. Die zweite Phase geht voll klar. Das ist ein bisschen nervig mit dem Gebrüll, okay, aber... Scheiße. Nein! Oh, ich bin zu früh rein.
Ja! Ah, nochmal drücken. Huh! Oh! Bleib bitte liegen. Bleib bitte liegen. Die dritte Phase mache ich nicht mit. Okay. Oh. Nice. Oh, gut. Die gute erste Phase hat's gerissen. Der zarte Finger einer jungen Frau. Kann in Pro Shinobi-Prothese als Prothesenmodul genutzt werden. Was? Er wurde halb verdaut. Im Bauch des Wächteraffen gefunden. Es gibt die Flötensignal-Shinobi-Technik, die Tiere wild macht. Das offene Loch im Finger zeigt, dass diese Technik genau dafür genutzt wurde. Okay. Oh, Tiere wild machen. Okay. Oh, danke, Leute. Dankeschön für die GGs. Oh, Mann. Uff. Leute. Nice. Die Nonne und den Affen heute bezwungen. Ach, das Spiel sieht so schön aus, ne? Das ist echt krass. Und da ist die weiße Blume. Die letzte Zutat. Die letzte Zutat. Ach, und wie geil das hier einfach aussieht. Ganz kurz. Scheiße, jetzt kann ich hier nicht. Wollte gerade sagen, hier ganz kurz. Hey, Sascha, grüß dich. Wir machen das ganz kurz so. Dann könnt ihr diese schöne Gruft ohne meine hässliche Fresse genießen. Ihr kennt sie wahrscheinlich. Die meisten von euch kennen diese schöne Gruft wahrscheinlich. Jetzt müsst ihr nur noch eure Namen ertragen, die da im Weg stehen. Oh. Das war wichtig. Die schnelle und gute erste Phase bei dem Affen hat mir gerade den Sieg beschert. Ich glaube, ich hatte am Ende nichts mehr zum Saufen. Ich glaube, ich habe am Ende alle meine Kürbisflaschen versoffen. Ach, wie ruhig es hier ist. Keine stressige Musik. Nur ein bisschen in der Höhle. Hey, Sepp. Und da kommt ein Abo rein. Ich versuche hier gerade einen sentimentalen Moment in aller Ruhe zu haben. Und dann kommt der Sepp und haut einfach ein Abo raus. Dankeschön dafür. Mein Ding ist schon wieder. Ich muss hier rausklicken, leider. So, da bin ich wieder. Hallo? Jemand da in der Höhle? Keiner da. Jetzt musste ich die Stille einmal durchbrechen mit meinem hässlichen Geschrei. So. Ha. So, das war cool heute, das hat richtig Bock gemacht, auch wenn der Affe kacke ist und diese eine Attacke von der Nonne kacke ist, aber das hat richtig Bock gemacht. Ha, let's go! Schön, dass ihr da seid, Leute, freut mich. Warum darf ich da nicht hin? Diese Figur des Bildhauses ist erst wieder verfügbar, wenn du sie erneut besucht hast. Willst du mich verarschen? Die alle?
Das ist doch jetzt ein Troll. Tutorial vorbei. Nee, Leute. Och Mann, ey. Jetzt muss ich mich nochmal durch die Burg kämpfen. Ich hab doch... Na gut. So. Wie jetzt? Tor zu. Mach auf hier. Dieses Tor ist fest verschlossen. Hallo? Ich war nur kurz weg. Ich hab doch nur schnell einen Affen bekämpft. Jetzt darf ich nicht in die Burg. Ich hab doch nur kurz einen riesigen Affen bekämpft, Leute. Das gibt's doch nicht. Wer hat die Burg abgesperrt? Ey, wer bist du? Hast du die Burg abgesperrt? If not be gone, war is on the horizon, a dreadful one at that. The dead will rise as mountains, and the hate will flow like an inferno. It will give birth to a demon. I'm certain of it. Okay. Wisst ihr was? Ich hab ne Idee. Wenn ihr mich nicht ins Tor von vorne reinlasst, dann muss ich halt von hinten rein. Oh Gott. Ah, da haben wir schon wieder so einen Satz, ne? Ah. Ah. Mann, 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 Mann. Wer keucht? Du? Von dir will ich gar nichts. So, und du hilfst mir ja trotzdem, auch wenn du deine Scharlachfäule hast. Ah ne, Rattenfäule. Rattenfäule. Göttliche Entführung, keine Ahnung. Mach. Mach. So, verbessern. Ja, ich habe kein Geld. Null Monis. Rarath. Ich weiß doch. Ich weiß, wie die heißt. Verdammte Axt! Lasst mich rein! Jetzt dachte ich bin klug und dann das. Mann. Hä, aber wo muss ich denn jetzt hin? Ich bin verwirrt. In der Burg war ein Teleporter aktiv. Habe ich das übersehen? Ah, der. Ja, da wollte ich jetzt hinlaufen, aber hätte den langen Weg genommen. Das ist genau der Teleporter, wo ich jetzt rückwärts hingelaufen wäre. The next shift. My watch ended a while ago, but no one's coming to take my place. Ja, passt schon. Soll auch niemand kommen. Hallo? Jetzt hat er mich gebissen. Jetzt hat er mich wirklich gebissen. LOL. Dieses Verhalten habe ich noch nicht gesehen. Warum? Was macht der? Wer bist du? Und warum chillst du auf dem Boden? Hi.
Oh. Autsch. The Shinobi. There. In the moat. Okay. Da unten sind Shinobi drin. Ja, dann gehen wir da mal besser nicht hin, hä? Ah, die Brücke ist weg. Ich muss unten entlang. Konnte mich mal an der Brücke hochziehen. Unterwasserbewegung. Abtauchen, auftauchen. B mit L, Unterwasserspurt. Fischi, 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 Fischi. Ah, jetzt weiß ich auch, für was dieser Bereich hier ist. Ich habe mich immer gefragt, was das soll. Jetzt ist da unten offen. Naja, Kumpel. Ich weiß nicht, warum du da runtergehüpft bist. Ich wollte hochkommen. Jetzt bleib mal da unten. Ist da offen? Nee, ne? Gehe ich jetzt einfach den Weg wieder nach oben? Den ich kenne? Ja, wahrscheinlich, ne? Oh, hi. Wer seid ihr denn? Warum bist du hier? Hey! Holy shit! Nee, wisst ihr was? Mit euch will ich mich nicht anlegen. Ich habe keinen Bock auf euch. Nee, du pfeifst Hunde herbei. Nö, habe ich auch keinen Bock drauf. Tut mir leid. Sorry, Leute, aber ich bin hier. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich möchte einmal kurz hier vorbei. I remember you well. I heard stories of your death. Yet, here you are. What are you plotting, Owl? Plotting? I would do no such thing. Das ist doch mein alter Meister, oder? Die Eule. Der Uhu. Now, my lord, I must ask that you accompany me. This old bird has but one desire. Alle wollen sie unsterblich werden. Protect the divine heir from those that might take his esteemed blood. So, the dragon's heritage has seduced you too. And there is nothing to discuss. Take your leave. I would, my lord, but I'm so stunned by this view.
I'd like to take it in just a while longer. I'll leave when I've had my fill. Hi, sag mal, was machst du hier? Father, to think you were still alive. That was my design, but the same could be said for you. I was certain you died that night. The power of the divine heir brought me back. That's it. What? The divine heir's power, the dragon's blood, must be mine. Father. Now you see it. Remember the first rule of the code. As your father, I order you to forsake your master. From this moment, he is your master no more. Forsake the divine heir. Listen to me, Wolf. Obey your father's command and forsake the divine heir. Wait, what? Die eisernen Regeln, also sorry, aber ich bleib dem Jungen schon treu. Ich finde das eigentlich ganz cool, die Unsterblichkeit dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Das scheint hier sowieso so ein bisschen suspekt alle zu machen und die sind alle aufeinander gegenseitig ein bisschen eifersüchtig und so. Das ist nicht cool, dass es so eine Nummer hier gibt, also... I cannot do as you ask. You... what? A shinobi? Showing the likes of... compassion? Unthinkable. Such a miserable display. Why, boy? Why can't you understand your father's will? Have you forgotten the Shinobi Code? A code must be determined by the individual. This is what I've decided. Tja. Just as my master did. Ja, Kumpel, wir hauen uns jetzt, ne? Wir hauen uns jetzt ganz böse auf die Fresse. Ey, ich würde dich am Leben lassen. Geh einfach. Geh einfach. Meine Fresse. Er ist ja flink. Seems you've grown. If just a little. Have it your way. Young Wolf. So, das könnte wieder ein cooler Boss werden. Hat jetzt ein bisschen gedauert. Enough talk. Been a while since we did this. Give me your all. Wait, der wirft mit Scheiß auf mich. Okay. 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 The parent is absolute. Their will must be obeyed. Was? Das hat nicht getroffen? Lol. Es hat ihn nicht getroffen. Ich möchte einmal wissen, wie viel Schaden das macht. Okay. Ja, geht. Oh, und dann macht der... Nee, der macht so einen Magieblödsinn, ey. Das ist nervig. Okay, der ist ein bisschen nervig. Der ist mega nervig, der Typ. Oh, der macht so Rauchbomben-Scheiß und sowas. Eieieieieieieiei. Oh Gott. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Ja, ich bin hier hinten, also auf dem nächsten... Der nächste Weg dorthin. Der nächste Weg dorthin. Da werde ich mal nach Leuchtfeuern Ausschau halten. Beziehungsweise nach Buddha-Statuen.
Bei dem nächsten Storyboss, der hier vor mir steht, gibt's viel Zeug, worüber ich mich aufregen kann. Oh, scheiße. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie das wird. Oh, das wird, glaube ich, übel. Oh, das wird, glaube ich, richtig übel. Aber YouTube, danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr am Start wart. Größtenteils hatte ich heute ja echt Spaß bei Sekiro. Es ist eine gute Entscheidung, ein bisschen weniger Sekiro zu machen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.